Freunde und willkommen zu einer Folge vom Metro Exodus. Dem finalen Kapitel, dem wirklich finalen mit den DLCs. Hoffe ich, meine ich. Also was ist hoffe ich? Das Spiel ist mega geil. Gerne immer mehr damit. Okay. Meinetwegen. Kapitel. Sam Story. Jo, danke. Ich möchte das spielen. Okay. Mal gucken, wo wir sind. Die Trennung von meinen Freunden war schwierig. Für sie bedeutete der Tod des Obersts allerdings das Ende ihrer Reise und den Beginn eines neuen Lebens am Ufer des Baikalsees. Für mich... Ich dachte, die wollen die restlichen Leute aus Moskau retten. Meinem eigenen Leben. Zwischen Pflicht und meinem Traum, Dad wiederzusehen. Darum ist Kirill. Und wie schon Artyom zuvor... habe ich beschlossen, meinen wilden Traum zu verfolgen. Unterwegs hatte ich manchmal das Gefühl, dass die Bäume, Ruinen und schiefen Strommasten, die hinter mir verschwanden, nur ein endloser Film waren, der auf die zerrissene Leinwand vor mir projiziert wurde. Ein einsamer Kinobesucher in der Nacht. Und doch brachte die leblos aufgehende Sonne an jedem Morgen eine neue Szenerie zum Vorschein, was mich sicher machte, dass ich mich tatsächlich dem Pazifik näherte. Einen Schritt nach dem anderen, langsam aber sicher, trotz aller Hindernisse im Weg. Eines Tages werde ich im Lehnstuhl auf der Veranda meines Dads sitzen, versucht sein, ein Buch über diese Reise zu schreiben. Eines Tages. Aber nicht hier. Nicht jetzt. Ich sehe die Stadt, die mein Sprungbrett für den Sprung über das Meer sein wird. Ich rieche das Salz in der Luft. Wenn auch nur die geringste Chance besteht, nach Hause zu kommen, dann werde ich sie hier finden. Und da beginnt seine Reise. Höchstwahrscheinlich. Vermutlich. Vermutlich beginnt hier seine Reise. Und wir werden ihn begleiten und spielen und steuern. Und ihn hoffentlich ans Ziel führen. Zu seinem Vater. Daddy. Oh, ich bin im Hauptmenü. Das ist ein Standbild. Was mache ich denn im Haupt? Als ich nach Russland ging und mich von Dad verabschiedete, versprach ich ihm, dass dies mein letzter Einsatz werden sollte. Okay. Ich zog ja auch nicht in den Krieg. Ich erwartete den bequemen Job, die Botschaft zu bewachen. Okay. Wie sollte ich ahnen, dass mich anstatt... Red weiter. Wir skippen das und wir sind... Also er spielt auf jeden Fall jetzt nach dem ersten Dings. Privet, Vladivostok. Privet. So. Ich wollte gerade sagen, erst Inventar checken. Ich habe jene Waffe und ich habe die S-Waffe. Ich hab mit der nur einen Schuss. Naja, gut. Laufen wir uns mal da lang, wo das Spiel uns führt. Wir haben eine Taschenlampe. Das nehmen wir. Hier darf ich nicht raus. Okay, Spiel. No problem, no problem. Wir haben das erste DLC ja jetzt gespielt in zwei Parts. Ich habe wieder keine Ahnung, wie lange das hier geht. Vermutlich so lang wie das andere. Vermutlich. Kann auch gern länger sein oder kürzer. Ja, genau so. Ist alles okay. Ich kann auch rein. Oh, hier ist ein Baum reingefallen.
Darf ich raus? Danke. Darf ich hier rein? Nein? Okay. Da geht's runter. Kann man hier hoch? Verschwindet, ihr Idioten! Aufpassen! Lasst euch nicht treffen! Oh. Schießt auf die Beine, falls nötig. Ich hätte die Treppe nehmen können. Nächstes Mal schieße ich gezielt. Komm mit erhobenen Händen raus. Was soll ich sonst noch machen? Das war es wohl. Ich bin nicht gierig. Keine Sorge. Wir werden dich nicht umbringen. Die Nummer 1 will dich lebendig. Und woher weißt du, was er will? Ich habe meine Quellen. Und du hör auf, meine Zeit zu vergeuden und... Verbundenen Dank! Ex-Kerl, er hat unseren Boss erwischt! Den Mister Jungs! Ihr könnt es gerne versuchen! Ich hab genug Munition für euch alle! Jungs, Kerl hat Hilfe! Passt gut auf! Das riecht um genau um. Oh, warum auch immer er mich nicht sieht, aber hier ist anscheinend eine Wand. Ich glaube, wir haben alle. Das war ziemlich gut. Komm hier hoch und lass uns reden. Also gut. Gut. Easy, sie haben ja nur ausgenockt, wir haben sie ja nicht umgebracht. Gehen wir mal nach oben. Wer auch mal der Captain hier ist. Warte mal hier. Hier mal ein bisschen was. Hier liegt auch noch ein bisschen was. Nimm wir. Ich dachte aber wirklich, dass die alle zusammen den Befehl des, also die Wünsche des Obers nach dem Tod weiter, weiter verfolgen. Dachte ich. Einem Ausflug. Hey, nimm die Waffe runter. Hey, schön ruhig. Ich hab dir geholfen. Runter damit, sofort. Okay, ich will keinen Ärger. Ich suche ein Schiff, das mich nach Hause bringt. Kennst du welche? Wir haben hier nur ein Schiff und es ist ein echter Hingucker. Komm, ich zeige es dir. Ja, dann zeig mir mal. Captain. Wo wird denn jetzt hingelaufen? Wo läuft's hin? Vorsichtig, hier geht's tief runter. Du willst dich diesen armen Schweinen doch nicht anschließen. Sie verfolgen mich ständig, wollen dem Kater einen Gefallen tun. Immerhin wollen sie mich lebendig. Nimm dein Fernglas, von hier aus kannst du es perfekt sehen. Es ist gleich dort drüben. Okay, wow, ein U-Boot. Es ist verdammt riesig. Schickes Heimfahrticket. Dein Zuhause, wo ist das eigentlich? Dein Akzent kommt mir vertraut vor. San Diego. Verdammt, noch ein Amerikaner. Im Ernst. Das kann, kein Zufall sein. Mein Fanglas wegmachen? Noch ein Amerikaner? Dann du. Offenbar weißt du wirklich nichts. Erzähl ich dir später. Hm? Wir müssen abhauen. Was zur Hölle ist das? Das Fledermonster. Schnell weg von hier, bevor es uns erwischt. Fledermonster? Hau bloß ab, du übergroße Fledermaus. Ja.
Okay, es gibt übergroße Fledermäuse. Mehr übergroße Fledermaus. Steckst du? Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, warum ich dem viel Damage mache. Also ich glaube nicht, dass ich hier runter muss irgendwie so. Hey, wo steckst du jetzt so viel Damaus? Oh oh. Fledermaus ist sauer. Yeah, Sam ist voller Badass. Briviert. Das Vieh müssen wir verbrennen. Ich glaube, es hat keinen Bock, einfach so zu sterben. Oh, meine Waffen sind alle weg. Okay. Darf man hier rein? Oh, man darf hier nicht rein. Gut, dann gehen wir hier runter. Wieso kriege ich Damage oder mache ich irgendwie Damage, hä? Das geht nicht auf. Ich habe keine Waffen mehr. Das ist ein bisschen wild. Hallo, Waffen, Freunde. Ehrlich. Ich wollte gerade sagen, wir brechen da einfach mal das Genick. Aber versteht ihr? Schlangen haben kein Genick. Glaube ich. Obwohl eine Theorie. Nein, never mind. Wir denken mal nicht drüber nach. Da kann ich lang. Und hier kann ich nichts machen. Die kann ich einfach nur hin. Okay. Dann gehen wir ja schon durch diese verdächtige Tür. Hallo. Wow. Kommt doch her, Mistkerle, kommt! Und nehmt das! Du kommst jetzt mit uns! Knapp den Leben! Nehmt das! Immerhin hat sich Sam mir nichts gefallen. Bleiben. Ich werde euch alle umlegen.
Alter, bei Sam läuft voll. Der geht richtig ab. Du bist Kerl. Einfach nö. Verpiss dich. Stirb einfach. Hau einfach. Los, Sam! Geh in Super Saiyajin-Modus! Jetzt bist du gar nicht mehr so hart, was? Hau doch! Bin Sam! Oh, verdammt! Verdammt! Also bei Sam müssen wir klar sagen, der hat echt gekämpft. Der hat mit einer Mutantenfledermaus und dann hat er sich doch eigentlich ganz geil gewehrt. Kennen, wenn du nicht mal gut Russisch kannst? Tja, vor dem Krieg habe ich oft amerikanische Filme geschaut. Vielleicht hat er die auch geschaut. Übrigens, hier ist wach. Hey, woher kommst du, Kumpel? Aus Moskau. Sag, bist du kein Amerikaner, Kumpel? Nein, ich bin Boyate. Na gut, hast mich erwischt. Ich bin Amerikaner. Na, sag ich doch. Ohne Scheiß? Da. Kein Wunder, dass du uns solche Probleme bereitet hast. Ist halt nicht mein Tag. Ein Boy, den Segonia. Sieht ganz so aus. Naja, vielleicht änderst du deine Meinung noch. Hey Leute, wir haben einen Amerikaner erwischt. Wir sollten dem Kater Bericht erstatten. Was ist? Hier Boote. Schalt mich zum Kater dort. Ich hab Neuigkeiten. Einen Moment, das ist doch der Motor. Ich warte. Mach den Motor aus! Wir müssen warten! Da du schon sagst, es sei nicht dein Tag. Siehst du das doch? Ja, das sind Wolken. Wolken! Das ist ein Sturm, Kumpel. Ja, ein Sturm. Und hier sind Stürme keine normalen Stürme. Die können dir absolut den Tag verderben. Ja, dann lass besser reingehen. Dass wir dich eingesammelt haben. Der Boss ist wieder auf der Brücke. Schnell durch. Verstanden. Gib Gas und fahr zum U-Boot. Und was hast du? Hast du ihm das Angebot überbracht? Tom, er heißt Tom. Er ließ sich von ein paar kleinen Fritten einschüchtern. Aber wir haben seinen Begleiter geschnappt. Und dieser Typ ist Amerikaner. Willst du mich verscheitern? Bitte, Boss. Er hat genau wie du geflogen. Reicht das Funkgerät mal diesem Amerikaner, ja? Okay, wir müssen mal so ein bisschen auf den Erwägungen zu ziehen, aber nur für den Fall. Wer bist du? Lance Corporal Samuel Taylor, US Marine Corps. Wow, einfach. Wow. Ja, ich kann es selbst kaum glauben. Das hört so gut.